Hallo lieber Zwilling und herzlich willkommen zu einer neuen Beziehungsrunde. Mein Name ist Julia Aurelia und ich darf für dich die Karten legen, bezogen auf eine Situation mit dir und einer ganz bestimmten anderen Person. Dies kann eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung sein, aber natürlich auch eine Liebesbeziehung oder Liebesverbindung. Ob du mit dieser Person in dem Fall zusammen bist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir schauen einfach, wie die Energien zwischen euch sind. So, die Energien für, na Moment, teilen wir das nochmal ein bisschen mehr in der Mitte hier, die Energien für Zwillinge. Du kannst diese Legung schauen, falls dein Sonnenzeichen, dein Mond oder dein Aszendent im Zeichen Zwillinge ist. Schau gerne auch mal deinen Rahu an, das ist der vedische Aspekt für den nördlichen Mond oder aufsteigenden Mondknoten. Willkommen auch an die Crosswatcher, die jetzt schauen, wie die Energien für Zwillinge sind. Und wir starten der Magier, die drei der Stäbe, die Königin der Stäbe, der Herrscher, die sieben Stäbe, die Herrscherin, die Königin, der König der Stäbe, wow, die zehn der Kelche, Halleluja, Ritter der Münzen, wir haben hier die neun der Okay, die neun der Schwerter noch. Dann haben wir am unteren Kartenrand der Bube der Schwerter. Neue Informationen, neues Wissen kommen jetzt auf dich zu. Wir haben hier zwei Paare, sowohl den Herrscher und die Herrscherin als auch der König und die Königin der Stäbe. Ich habe das Gefühl, ihr seid grundsätzlich ein sehr gutes Team, ein sehr gutes Paar, eine sehr tiefe, innige, reife Verbindung, die ebenfalls geprägt sein könnte von Kreativität oder vielleicht geht es aktuell auch eher um kreative Projekte. Moment. Okay. Kreative Projekte von einer großen Anziehung, von sehr viel Leidenschaft. Ich sehe dich als sehr reif, sehr erfahren, sehr orientiert, bezogen auf Visionen, Ziele, Zukunftsziele. Ich habe das Gefühl, du triffst jetzt weise, vorausschauende Entscheidungen. Okay, packen die Karte einmal hier hin. Entscheidungen für die Zukunft. Wir sehen aktuell, dass sich ebenfalls etwas Neues manifestiert. Es entsteht etwas Neues hier zwischen dir und der anderen Person oder in eurem Leben, der Magier. Das ist die Manifestierung von Visionen, von Plänen, von Zielen, die man hat. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendein Ziel gibt, auf das ihr euch zu bewegt, das sich jetzt anfängt zu materialisieren. Und wisse mit dem Magier, du hast alles, was du brauchst, um deine Vision jetzt zu materialisieren. Wie auch immer, wir haben die drei der Stäbe hier. Das heißt, was gerade eine Herausforderung ist, kann zusammenhängen mit einem Umzug, mit einer Reise, vielleicht ein herausfordernder Umzug oder ihr habt irgendwie Probleme mit einem Umzug, eine herausfordernde Reise oder es gibt Probleme mit einer Reise. Man kann auch in der Essenz sagen mit dem Thema Entwicklung. Das heißt, während zwar sich etwas gerade neu manifestiert, neu entstehen möchte, kann es sein, dass die Entwicklung dieser Situation dich vor Herausforderungen stellt oder du sogar auch das Gefühl hast, Mensch, hier sind doch so ein paar Umwege gerade. Es kann also dementsprechend mit den drei der Stäben hier bei dem Erreichen der Ziele, die sich jetzt zwar anfangen zu manifestieren, kann es zu Verzögerungen kommen, zu einer Wartezeit kommen. Auch eine Verzögerung mit einer Entwicklung, mit einer Reise könnte hier durchaus anstehen mit den drei der Stäben. In der Vergangenheit sehen wir die Energie, aus die du bzw. ihr gerade kommt. Das sind die sieben der Stäbe. Sieben der Stäbe ist eine Abwehr- und Verteidigungshaltung. Das kann natürlich irgendwas zwischen euch gewesen sein. Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, du musst dich irgendwie verteidigen, für dich ein- und aufstehen. Vielleicht war das deine Person, mit der du es hier zu tun hast, die gefühlt für sich selber ein- und aufgestanden ist oder sich verteidigt hat. Also da haben wir durchaus so leichtes Konfliktpotenzial, gegebenenfalls, welches sich zwischen euch ausgespielt hat. Und vielleicht musstest du jetzt ein- und aufstehen für das, was du jetzt gerne manifestieren möchtest in deinem Leben. Denn ich habe das Gefühl,
als König der Stäbe, der dich hier symbolisiert, hast du eine ganz klare Vision davon, was du gerade möchtest. Die Sieben der Stäbe kann auch bedeuten, dass es äußere Faktoren gab, die Stress mit reingebracht haben in eure Verbindung. Auf irgendeine Art und Weise. Und da könnte es sein, dass ihr euch verteidigen musstet oder wirklich, dass ihr schauen musstet, dass diese äußeren Konflikte oder äußeren Energien euch nicht die Kraft und Energie ziehen. Ob das jetzt Energievampire sind oder was auch immer. Aber wir sehen hier, ja, mit den Sieben der Stäben durchaus das Potenzial, dass es nicht ihr beide wart, sondern irgendwas im Außen war. Vielleicht ist es auch diese Information, die hier reingekommen ist oder eine Nachricht, die hier reingekommen ist. Worauf bist du gerade fokussiert? Die Königin der Stäbe, Hilfe und Unterstützung. Vielleicht bist du gerade darauf fokussiert, dir Hilfe und Unterstützung zu suchen, in Form von Motivation und Inspiration. Oder es kann sein, dass du versuchst, gerade deine Person zu motivieren und inspirieren. Gerade auch, weil du dich hier natürlich mit dem König der Stäbe zeigst. Das bedeutet, vielleicht bist du gerade dabei, ne, hier gibt es irgendwas Neues, was Neues, was entsteht. Ich habe das Gefühl, du weißt eigentlich ganz genau, in welche Richtung du möchtest und was du jetzt, sag ich mal, gerne manifestiert sehen möchtest oder was deine Ziele sind. Mit der Königin der Stäbe und dem König der Stäbe kann es natürlich sein, dass du hier jemand bist, der gerade vielleicht auch die andere Person sehr motiviert im Sinne von, hey, komm, du packst das oder hey, komm, wir packen das. Ne? Also dein Fokus könnte gerade sein, entweder dich selber oder die andere Person zu motivieren oder zu inspirieren, wenn es hier um die Weiterentwicklung geht, bezogen auf diese Vision, die sich gerade, ja, doch die anfängt, Gestalt anzunehmen. Es kann auch sein, dass du sagst, hey, ich brauche jetzt mal ein bisschen Hilfe und Unterstützung und dass das quasi so ein Thema ist, worüber auch gesprochen wird. Ne? Hilfe und Unterstützung auch vielleicht in Form von Motivation und Inspiration wiederum, in Form von in die Aktion gehen. Du fühlst dich grundsätzlich recht solide, muss man sagen. Also hier emotional Stabilität und Sicherheit, emotionale Stabilität, emotionale Sicherheit, auch bezogen auf die Situation, habe ich das Gefühl grundsätzlich, haben wir hier eine sehr, sehr starke Energie, eine sehr solide Energie, auch emotional gesehen. Man sieht auch, dass du jemand bist, der Verantwortung übernimmt, der, wie schon gesagt, weise, vorausschauende Entscheidungen trifft. Also ich sehe dich hier wirklich als sehr, sehr reif. Vielleicht gezwungenermaßen, habe ich gerade gehört. Ne? Vielleicht gab es irgendwie so eine Situation, wo dich das da irgendwie so reinkatapultiert hat. Aber ich sehe dich hier sehr, sehr geerdet, sehr solide, reif an Erfahrungen, die du jetzt im Gepäck hast, die dir helfen, grundsätzlich eben gute Entscheidungen zu treffen für die Zukunft und für zukünftige Projekte, die gerade anfangen, sich zu materialisieren. Auch kann es sein mit dem Herrscher, dass du dich irgendwie emotional schützen möchtest. Da möchte ich einmal hier auf ein paar Orakelkarten gehen, und zwar einmal das Thema Ablehnung. Ablehnung kann hier geht es erstmal darum, hey, du bist nicht schuld oder it's not you, so don't reject yourself. Also du bist nicht schuld, also lehne dich selber nicht ab. Mit der die Thematik Ablehnung spielt hier in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Vielleicht, wie gesagt, geht es darum, dich selbst abzulehnen. Vielleicht hast du Dinge gemacht, wo du im Nachhinein gesagt hast, oh Mensch, irgendwie dadurch, dass ich das und das gemacht habe oder das durchgehen lassen habe oder wie auch immer, habe ich eigentlich mich selber abgelehnt. Also das Thema kann Selbstablehnung sein, durch das du dich grundsätzlich gerade durcharbeitest. Aber auch wenn, und ich habe nicht das Gefühl, dass es hier um eine Ablehnung geht zwischen euch beiden, weil also hier sehen wir eine ganz tiefe Verbundenheit, ne, zwischen euch. Das Thema Familie, Verbundenheit, Seelenfamilie, da ist wirklich das Happy End hier in Sicht mit dieser Person. Und ich möchte gar nicht Happy End sagen, sondern Happy, einfach nur Happy, Happy. Weil Ende, ich sehe jetzt kein Ende hier dieser Situation. Mal ganz kurz gucken. Ja, okay. Ich wollte einmal gerade ganz kurz schauen, was haben wir denn hier? Der Bube der Schwerter bringt Informationen über einen Neuanfang oder über ein Kind mit. Also Informationen, Wissen, Fakten über Neuanfang oder Kind. Wie gesagt, letzten Endes, hier entsteht etwas Neues. Ne? Ablehnung auf irgendeine Art und Weise, wenn irgendwas nicht klappt. Egal, ob das jetzt eine Ablehnung ist von einem Menschen oder von irgendwas anderem, seht es wirklich als das Göttliche, was eingreift und sagt, nee, geh in diese Richtung, da warst du gar nicht bestimmt weiterzugehen.
ganz, ganz wichtig. Der rote Faden der Rose, den haben wir hier ebenfalls noch. Und das ist der innere Ruf, die Seelenführung, das Mystische und mutig Leben. Ja, vielleicht hörst du gerade wirklich auch auf deinen inneren Ruf, der dir hilft, jetzt in eine bestimmte Richtung zu gehen mit deiner Person. Und wo es vielleicht auch darum geht, mutig zu sein, mutig zu leben, vielleicht auch anders zu leben. Ihr kommt jetzt hier in eine ganz tolle Energie der Herrscherin von Fülle, von Liebe, von Mitgefühl. Also die Beziehung wird hier wirklich in Kürze nochmal aufblühen und ihr habt einfach eine ganz schöne, wundervolle, füllereiche Zeit mit der Herrscherin. Geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Verständnis und Mitgefühl. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Energie, in die ihr jetzt geht. Also wenn es hier gerade vielleicht auch noch so ein bisschen Herausforderungen gibt, sage ich mal, mit dem Thema Entwicklung, hier sehen wir dann wirklich einiges, was aufblühen wird und was sich auch gut entwickeln wird. Deine Karte König der Stäbe sind wir jetzt schon mehrfach drauf eingegangen. Die Energie deiner Person ist die 10 der Kelche, Glück, Erfüllung, Liebe. Also hier ist jemand wirklich unfassbar glücklich mit dir. Auch vielleicht teilt ihr euch das Familienglück. Man spürt eine tiefe Verbundenheit. Also sehr, sehr schöne Energie hier. Deine Hoffnungen und Wünsche bzw. Ängste, Ritter der Münzen. Als Angst könnte das höchstens bedeuten, dass Dinge nicht schnell genug gehen. Ansonsten würde ich den Ritter der Münzen eher als positiven Aspekt deuten, sprich, dass deine Hoffnung die ist, dass sich jetzt Schritt für Schritt eure Situation stabilisiert oder dass du hier an etwas arbeiten kannst oder dass ihr Arbeit reinsteckt in eine Sache und dann Schritt für Schritt eurem Ziel näher kommt. Der Ritter der Münzen, der wird inspiriert, in die Aktion zu gehen, dadurch, dass er sagt, okay, ich arbeite da jetzt dran, weil es wird mir Stabilität und Sicherheit geben auf irgendeine Art und Weise. Genau das Ding, was deine Hoffnung ist, nämlich dass hier an etwas gearbeitet wird und sich dadurch etwas weiterentwickelt und stabilisiert, genau das Ding ist aber auch das, was dir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten wird. Denn hier haben wir die 9 der Schwerter und die 9 der Schwerter, schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen. Ich wollte dich nicht einfach nur mit den 9 der Schwertern hier rauslassen, deswegen habe ich dann noch eine weitere Karte gezogen und zwar ist das die 3 der Münzen. Um einfach zu schauen, hey, was ist denn das Thema, was dir denn schlaflose Nächte und Kopfzerbrechen bereitet? Und da sehen wir das Thema Arbeit. Wir sehen, an etwas zu arbeiten, im Team an etwas zu arbeiten, Einsatz zeigen, sich gemeinsam Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Das hier ist nochmal etwas, was dir im Verlaufe der Situation nochmal hin und wieder ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten wird, obwohl sich erstmal alles hier wirklich auch sehr schön entwickeln wird. Aber das macht natürlich wieder Sinn mit dem, was wir hier haben, ne? Die Hoffnung, hey, hoffentlich entwickelt sich das alles, stabilisiert sich das alles. Aber das ist gefühlt auch das, was dir noch ein paar, wie gesagt, Kopfzerbrechen bereiten wird. Ich möchte mir jetzt einmal die Person anschauen, mit der du es hier zu tun hast, die sich ja so wundervoll schon als die 10 der Kelche präsentiert. Geht es eigentlich besser? Herrscherin, Herrscher, also und dann noch die 10 der Kelche hier. Ich möchte mir trotzdem natürlich jetzt nochmal die Gegenseite anschauen und schauen, hey, deine Person, mit der du es hier zu tun hast, wie denkt und fühlt er oder sie für dich beziehungsweise über die Situation, in der ihr gerade seid? Was sind die wahren Absichten? Wie verhält er sich dir gegenüber oder sie? Was sind die Intentionen, die Absichten für euch? Was ist auch die Blockade und beeinflusst deine Person noch von außen? Wir ziehen auch noch einen Tipp für dich und auch noch, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wir haben hier zwar schon ein paar Karten, ziehen aber noch mal mehr Karten für die Zukunft. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Die Erweiterung zu Teil 2 kommst du unter diesem Video in der Infobox. Wenn du das öffnest, ist dort der erste Link zu Vimeo. Das ist das Einzelvideo der Erweiterung und der zweite Link führt zu Patreon. Dort hast du die Möglichkeit mit der Mitgliedschaft, dass dir immer alle Erweiterungen direkt freigeschaltet werden. In diesem Sinne starte ich jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen.